Das ist Zizi aus der Stadt Gorongosa in Mosambik mit ihrem neugeborenen Kind. Bei der Geburt gab es gefährliche Komplikationen, doch zu Fuß war der Weg bis ins Spital zu weit. Zum Glück gibt es seit kurzem die Veloambulanz im Quartier. Damit können die Menschen ihre Kranken rasch ins Spital bringen und Schlimmeres verhindern. Diese Veloambulanz gibt es, weil sich Menschen wie Zizis Nachbar Ernesto im lokalen Entwicklungskomitee für die Einrichtung dieser Veloambulanz eingesetzt hatten. Solidar ermöglicht solche Entwicklungskomitees, damit Bürgerinnen und Bürger in Mosambik neue Ideen entwickeln und auch umsetzen können. Eine solche Idee ist die Veloambulanz.